Sage Clear. Geht los. We've arrived at the final phase. The winner of this match will take the final spot among the victors. Give it up for a long time contender and first time finalist. From this point forward, everything we know about the real world no longer applies. Anything can happen here. There's something in the depths of this place that feels familiar, yet also foreign. The pilgrimage is not merely a trial to determine the strongest among us, but also a stage upon which to showcase your individual growth. The purpose of the pilgrimage is not only to select strong warriors, but also to collect contending fire from the battle. Natlan is only safe from the invasion of the Abyss, but the sacred flame burns eternal. What the fuck? Er skatet einfach in der Luft oder so. Oh my god. Guess I'll have to wait until the next pilgrimage. Pilgerreise. I'm still not sure why Arloy have chose me of all. Nein, ich will zurück. Ich will eins zurück. Emelin Suzek to Moin have geston mene. Gebu atsta kudamitto farbrakto kukanz bakken unto. Spoiler au fuzu henda. Mit dem Bobbelball oder was das ist. So süß. Das ist so süß. I'm not sure why Arwayab chose me of all people. It took the combined efforts of the then Pyro Archon and heroes from every tribe to finally repel the Abyss. Oh my god, Dinos! Das sind Dinos! Oh, guck die euch an! Habt ihr die Dinos gesehen? Da waren einfach Langhälse! Guckt euch die nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber guckt euch die Langhälse an! Da kommen so Flashbacks in einem Land vor unserer Zeit. Boah! Das sind einfach Dinosaurier. Das sind keine Drachen. Das sind Dinosaurier. Chat. This. Even so, the effects of the invasion lingered for hundreds of years, only able to be reversed little by little. Our current Archon achieved an overwhelming victory. The result was obvious from the beginning. I really want to win this time and become a true warrior. Through our long history of fighting the Abyss, we've realized things aren't quite so simple. The Abyss has invaded the Night Kingdom and has the capacity to read the memories of this land at any given moment. Going there, the Night Kingdom? Only those who triumph over the Abyss earn the right to be revived. Let's come to Dark Side. Not only means death, but also the destruction of your ancient name, preventing it from ever being inherited again. You heard something from here, didn't you? Kinich, what is the meaning of this? Only one way to awaken you all from your willful blindness. More sacrifices must be made. You'll die if you try to make your way forward. Why don't you just give up? You want to know why I won't give up? I should have died 5 years ago. Take me as your next sacrifice. Natlan is on the verge of destruction. It's very possible our nation has less than a year before total devastation. Once your ancient name disappears, there's no coming back. Whoa! That's no, that's Robin Hood! Why? Every great display of power comes at a price. Oh my god! It's out! That is the tragedy of your short lives. You understand nothing of all-encompassing power. Also, show you the tribes. And save Natlan from its impending doom. Boah, Kinich kann sich voll geil irgendwie so ranziehen. Irgendwie, ja. Boah! I don't know what you mean, but it sounds like this is about more than Teresa. Ich glaube, sie hat einen Zweier in der Chat. And now it falls to me to create new Ich glaube, sie hat einen Zweihänder. Nein! Nein! Wow, was? Habt ihr ihre Haare gesehen? Habt ihr ihre Haare gesehen? Was?
God! Oh my God! Wow! Moment, ich muss erstmal ein bisschen runterkommen, okay? Ich bin gerade überfordert. What the fuck? Oh mein Gott, fällt euch was auf? Travel hat kein Pyro. Wahrscheinlich bekommt er das nicht so einfach. Das ist kein Zweihänder, sie nutzt nur eine Hand. Also das sah schon wie ein Zweihänder aus, die Waffe. Ihre Haare sind einfach so am Brennen. Ey, kämpft sie gegen, boah, wie heißt der nochmal? Ich vergesse immer seinen Namen. Das war doch, Capitano. Capitano! Das wird so krass. Das wird so krass. Oh, ich freue mich richtig. Merkt man auch nicht. Oh. Das ist Yuan-Sen Qian Zhang. Es ist eine spezielle Aufgabe, die ich selbst erledigen muss. Ich werde meine Schülerin fragen. Was? Habt ihr das T-Shirt gesehen, Chat? Ich will das haben. Habt ihr dieses süße T-Shirt mit dieser Baby-Geo-Echse gesehen? Moment. Hier, voll süß. Und dann hier. Oh Mann, warum ist es so kurz? Ich will dieses Shirt haben. Ist doch nicht so schlimm, wenn sie einen Claymore hat, oder? Du spielst doch auch Garmin. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem pullen. Allein diese brennenden Haare, Chat. Wow. Allein die brennenden Haare. Ziemlich 各位女士们，大家好，欢迎来到《原神5.0前瞻》特别节目。我是你们老朋友大伟哥。那么今天呢，我们又请。哦，大伟。 Es sind zwei Hände, was sie hat. Ihre Stärke soll nur unterstrichen werden, deswegen nutzt sie nur eine Hand. Oh. Ja, es ist auf jeden Fall nach einem Zweihände aus. Ja. 请到了我们的项目组老朋友啊，战斗设计师鸡哥，我们的 IP 负责人小罗浩。Hello， 大家好，我是大家的老朋友鸡哥。那这一次来到 5.0 的前瞻节目呢，也是要跟大家去分享一下我们在新的版本，也就是纳塔这片区域上的游戏内容的一些设计思路和设计理念。大家好，我是你们的老朋友小罗浩。超。很荣幸还是。 由我来在这个1.1度的这个。Wir haben alle so ein süßes T-Shirt an. Guck mal, jeder hat einen anderen. Ich würde mir direkt so ein Shirt holen. Ich sag's euch. So süß. 和鸡哥来到我们的前瞻特别节目。哎，那么我们今天啊的这个前瞻节目跟以往有点不一样啊，肯定要给大家一些小小的挑战。 Nur statt Feuergestein. Wasser? 对的，那个发源石。蓝色的Stein。哎，那大家别紧张啊！哎，之前我们不是做过一轮那个问卷调查吗？大家其实对我们那个纳塔其实都是非常非常感兴趣的。那么今天啊，我们也是专门把这些问题挑出来啊，请你们两位现场来给大家那个解答。啊，现场答吗？就没有稿子吗？不要紧张，对吧？肯定是大家都很熟悉的问题啊。那么，要不先试试看？ 试试就试试呗。好，那我们开始第一轮挑战啊。那我看一下，我们第一个问题啊，好像是比较特殊的。问题还有特殊问题吗？让我们来看 VCR。在 4.0版本的前瞻直播当中呢，项目组提到过，每年都会推出一个新的玩法。Was für eine süße Idee ist das, wenn man sein Gesicht nicht zeigen will und dann kriegt man einfach so ein Kopf aufgesetzt. Hallo Janosch. 那这次就是新的大世界移动体系。那选择它作为原神纳塔版本宣传法的原因是什么呢？ Wisst ihr, was ich mich frage? Kinish und die anderen zwei, denen ihren Namen ich gerade nicht weiß,
die haben ja eine bestimmte Fortbewegungsweise, was ihr gerade angesprochen habt, ne? Das wird bestimmt gleich noch erklärt, aber egal. Was ich mich auf jeden Fall frage, ob man diese Chars dann irgendwie sowieso bekommt, wegen dieser Fortbewegungsweise, ne? Das ist... Oder ob man diese Fortbewegungsweise auch ohne die Chars machen kann. Aber egal, werden wir erfahren, denke ich. Denke ich, hoffe ich. Enceladus, hallo. Mualani und Kachina. Mualani, Kachina. Mal schauen, ob ich sie merken kann. Chili, ich weiß es nicht. 在制作的过程当中有解决什么技术上的难题吗？我觉得这个人这么熟悉一点，因为刚好我也是战斗设计师，这部分刚好也是我的专业领域嘛。我先说一个比较大的概念啊，就是原神它其实是一个开放世界游戏，当然这个大家都知道，对吧？但在我们的理解里面，其实开放设计游戏它。 更关注的两条，一个是关于玩家交互行为本身，以及交互行为带来的反馈。对，那其实大家也都知道，就是在原神的过往，我们一直有一个叫元素的概念。那元素这个概念本身呢，也是交互反馈的一种体现。就比如说，我去拿火元素，打一下冰雾花，这冰雾花可能就变成一个可以采集的状态，对吧？那交互的反馈，在这么多的版本里面已经获得了非常充分的体现。对，那这次我们想换一个思路，我们想在交互的形式上去做一些花样。 尤其是其实玩家其实更关注我们的角色能做哪些事情，对，因为原本我们会发现在比如说1.6 的版本，我们有一个新增的玩法叫浪船，对吧？然后在 3.6 版本，我们做了一个叫花灵的这样的一个族群，那么他们 ich habe Pari und Surush ganz vergessen. Stimmt, mit denen konnten wir auch was machen in Sumeru. 想做一个尝试，就是。 Voll vergessen, einfach ausgeblendet. 现在角色自己的行为模式里，对，那其实大家在 4.8 和 4.7 这两个版本前瞻的彩蛋里面也看到了一些端倪。Ja, wir haben schon Hinweise mit den Drachenechsen gesehen und den Dreien hier。移动方式啊，我理解了，就是说我们。 角色的这个移动能力是不是要得到空前的这个变化？对，其实你看，就是之前我也看到过有旅行者在社区里面有说到，那这次我们是不是可以有一些飞檐走壁的这样的一些行为模式嘛？那大家也都在 视频当中也有看到，我们确实是在做这样的尝试。哎，我看到还有玩家问到啊，说那个前瞻彩蛋里面那个玛纳尼亚 ，That's so cool。道具还是个技能。 其实我觉得就是硬要说的话，它其实，但是我觉得呢，就像刚才我说的一样，其实这些新角色的行为模式是融入到它的方面面的，就是它作为一个技能来说，可能有点狭隘吧。然后第二条其实是，如果把它作为道具的话呢，感觉有点。 他应该是伙伴才对。对，应该是伙伴。这个我感觉我已经感受到了啊。那么我们问完这个第一个问题，我感觉。Okay, also gehe ich eher von aus, dass man dann diese Drachenechsen bekommt und mit denen das dann machen kann, maybe. 又是一个彩蛋掉落。让我们来看第二段 VCR。嗨，皆さんこんにちは、マグロヘッドです。今回は原神チームにバ。What war das? War das? Moment, wartet mal bitte kurz. Mann, das kommt von draußen. Ich dachte mir schon so, von wo kommt das Geräusch? Ey, wenn man Tiere hat, dann muss man immer damit rechnen, dass sie irgendwas anstellen oder so. Deswegen muss ich bei Geräuschen immer kurz gucken, ob die irgendwas machen. Oh no, das ist aber great, was? Wer stört? Version 5.0 に関する質問をしてみたいと思います。
Natasha 4 PV で数種類のドラゴンが公開されましたが、あの力を借りて空を飛ぶことはできるんでしょうか。Können wir umherfliegen? ドラゴンいましたけど、あんな感じでしてみたいです。それと、ナタのキャラクターって独自の探索システムとかは持っているんでしょうか。よければたっぷり教えてください。也是一位我们的老朋友。这一位其实我也看过，好像是叫金枪鱼头。对，金枪鱼头，对对对对。凯亚系列攻略我很喜欢。对，包括七人召唤，他也特别喜欢凯亚。对对对，是是是。Earth Advent。其实他刚才有提到说，龙的探索机制是如何设计的？对啊，他提到说在我们 PV 的末尾是有一个飞行的龙。嗯嗯嗯。这个其实稍微有点剧透啊，因为可能 spoiler， 今天是 spoiler。那其实就是包括这条飞行的龙在内啊，纳塔所有的玩家看到的这种不同形态的龙，他们各自都会有一套独特的探索机制。那这个探索机制呢，和刚才这个问题里面我们提及的，包括纳塔的角色，他们之间也会有一些息息相关的。Okay, also man kann wohl mit den verschiedenen Sauriern halt verschiedene Sachen machen. Wie man hier sieht. Wie man hier sieht. 操作这些龙，进行探索。那到底是我们通过某种方式驯化了这条龙，还是说我们把自己放到这个龙的体内怎么怎么样，对吧？那其实我想说的是，我们其实提供了一种类似。Oh, okay, okay. Also wir so, sind so gesehen irgendwie selbst. Oh, man sieht es hier. Man ist. Oh mein Gott. Man ist echt selbst. Man ist echt selbst der Saurier. Oh, das ist so cool. Das ist so cool. Nice Pokémon. Kannst du schon immer was um? Ich muss eher bei meinen Hunden aufpassen. Mein Kater liegt hier entspannt. Wir haben in der Umfrage über über 3000的玩家提到我们整个纳塔的这个世界观，就是大家都想了解，比如说纳塔的这个设计这个灵感是从哪里来呀？Welcome, Inspiration. 共生的这么一个国家，所以想请小龙号跟我们讲讲在这个纳塔啊，我们这个人和龙之间到底是一个什么样的这个共生关系啊？我们知道就是 ，Oh, die leben, oh, stimmt, oh, guck mal, die leben da alle zusammen mit den Sauriern. Was ist für ein Game? Timo, dein Ernst? Hallo Timo. Pyrosing ist anders als jeder andere.Das wird sehr interessant, denke ich. In der Nata 的部族当中啊，龙啊被纳塔人视为自己的家族成员。对。Oh, that's cute. Oh my God, that's süß. Ich werde so sterben bei Natland. Es wird so. Ich werde überall sagen, oh Zucker, Zucker. Oh. 像狗狗一样，是，就是龙，其实就是纳塔人的伙伴。对，那我还是愿意养龙的。有机会，但我也很想。他们在一起生活，在一起工作、战斗，彼此信任呢，也彼此照顾。Das sind echt die Pokémon, die kämpfen sogar zusammen. 没有办法直接用语言相通，但是长久的相处呢，也能够让他们能够弄懂彼此的心思和一些就是习惯了。对对。那么我们旅行者在拜访各个不同部族的时候呢，就可以发现纳塔人和龙伙伴相处的方式。可能也会有些不一样，就比如说在我们应该第一个接触的部落回声之子中，稳重可靠的疾风龙伙伴呢，会帮助他们的部族成员挖掘宝石和矿物，或者在山洞当中去开辟部落。哇，这个很小，然后呢，同时呢，他们的爪子和那个钻角呢，就很需要就是人类伙伴的照顾了。真的是酷哎！简单的先抛一抛，因为我们五点。哇 ，Ich glaube, Natland wird mein Lieblingsgebiet, ich weiß auch nicht。在这个环节当中，我们会有。Oh, Fontaine war schon voll geil mit Tauchen und so. Ich glaube, Natland wird auch richtig nice. Okay, I'm Toronto. And I'm here to ask some questions
for the Genshin team regarding Don, 5.0. Don ist ein Streamer, glaube ich, oder YouTube. Pyro ist das spotlighted element for the new update, specifically for Natlin. And I'm curious, how does Pyro have a significance in Natlin? Will Natlin be more accessible for newer players in the game? Because I do know that a lot of newer players have difficulties and or struggle to get to the newer pieces of content that get added to the game. Honestly, it is insane that we are at Natlin now. I want to give you guys all my luck, because if I can't win the 50-50, I hope at the very least you can. And I hope you find your own true meaning on your own journey. In Genshin Impact. 这位我也认识。感谢他的这个提问啊。那接着他的提问呢？CO2überall Zucker，哇呀！CO2überall Zucker，有着独一无二的使用的。Tagon，hallo。普通的那种火种。哇哦，哇哦！Lasst es euch auf der Zunge zergehen oder so，keine Ahnung。 Hoffe, die mobben die Dinosaurier etc. nicht. Die leben ja anscheinend zusammen. Also die, wie so Pokémon. Aber es gibt dann vielleicht auch sowas wie Team Rocket. Wer weiß. Anlöck, sowas habe ich verpasst. Hallo Dandras. Boah, du hast ein sehr krasses Einführungs-Story-Teaser. Video gesehen, das musst du dir unbedingt noch angucken, Dandras. Boah. Ja, also das war, das ist, ist, und wir werden wahrscheinlich, wir werden wohl selbst diese Drachenechsen und switchen zu den Drachenechsen switchen können, sind die dann selbst und können dann irgendwie durch Wasser schwimmen oder über Wände klettern und so durch die Luft fliegen. Mega cool. Mega cool. Aua. 此外，纳塔还存在着广泛存在的一种名为燃素的物质。那燃素的人工和形态，每种呢都有很独特的妙用。这一点呢，我觉得旅行者一进纳塔探索，就能自己亲身体验到了。那在纳塔，其实大家可以把燃素认知为一种。 纳塔独有的高阶的能源火元素的呈现形式，它有时候可能是能源，有的时候又可能作为一种战斗当中的策略资源。那当然，除了战斗方面的价值和探索方面价值以外呢，它本身也有很重要的精神层面的一些意义。火就是纳塔的精神图腾嘛，对，就像我们纳塔的最核心的建筑物地标圣殿里面有昂扬不灭的圣火。 Vielleicht ist das so heilig, dass wir das nicht so einfach deswegen als Vision, also als Vision katalysieren können, als Traveler. Danke für den Papa. 之所以说纳塔是战争的国度，是因为纳塔在历史上曾经面临过无数场危机。那么，为了保护自己的家园，我们之前提到纳塔的人民还有纳塔的龙，他们一起并力同心，抵御着各种侵害纳塔的势力。哦，deswegen sind die Freunde mit den Drachenechsen。那他们在这种战斗和战争中留下的英勇事迹呢，um sich zu verteidigen。在黑曜史上刻写成为古名，古名也是我们纳塔的一个比较。 核心的一个人文概念，然后以此将英雄们的事迹和精神传承下去。那么一代又一代的纳塔人呢，在古名的引导下不断的成长，不断的去战斗和过去那些他们历史上的英雄们一样，用自己的力量支撑着纳塔，在一个巨大的威胁之下屹立不倒。那么到了如今呢，六大部族之间依然会彼此竞争，在圣火竞技场所举办的大赛中比拼各项的能力，从而选拔出最为强大的战士，继续。 上的战场去进发。对，所以就是说纳塔的这个战争，并不是我们理解的那个战争，是。Meine wie bei den Robbenquests oder Truhen, wo man Robben ärgern muss. Ich hoffe nicht。它是既包含了竞技，也包含了。Glaube ich nicht。大家广泛认知里面的战斗，但是呢，通过竞技选拔出来英雄们，他们要和什么样的势力去进行对抗？他们又如何看待就是他们身处的战争？那就请玩家朋友们直接在。 Ich bin sehr gespannt auf die Hauptstory mit diesem Wettbewerb.
火神嘛，我们简单来说，他就是纳塔人的领袖，就纳塔所有战士里面的最强人、最强者。哇，这是酷哎！火神率领着纳塔战士们迎接了无数的战争，也夺得了无数场胜利。无论面对怎样的敌人，火神的火焰从来没有暗淡过半分。嗯，就是对于纳塔人来说啊，还有纳塔的龙，只要跟随着火神，他们就可以战胜任何胆敢侵犯纳塔的敌人。他就像是一轮永不落下的太阳，在他的照耀之下，所有的迷茫和不安都会被驱除。那么，当我们的旅行者啊到我们的纳塔和火神马维卡相遇的时候，再和他一起踏入战场，想必也会一定会体会到马维卡的热情，感受到他的光芒和温度。那至于他的性格，我觉得大家很快就能够体会到他所拥有的那种和他的力量相匹配的那种王者一样的那种自信。Zeit ist gegen mich, bin froh, wenn ich zum Zocken komme. Oh no！ 天的时候啊，看到当火神马维卡走出来之后，充满了这个自信啊。对对对。前面聊了这么多啊，我看我们还有两个特别有意思的问题啊，那也请两位来一起来看看。OK OK。안녕하세요 쌤입니다오늘은원신팀에게 5.0 버전과관련된몇가지질문을드릴건데요우선나타는발자청사를보면부활과관련된뭔가있는것으로보이는데혹시원신세간에이미죽은누군가가부활하다는뜻아니겠죠아그리고우인다치병한카피타노두꺼운톡으로쓰고있는데설마나타의무더운날씨에기절해버리는건아닐까싶습니다 was das was das Kapitano einen Hitzeschlag bekommt was wird wahrscheinlich für den Pyro Archon und oder die blonde pullen die blondeBlonde? Blonde? Boah, ich hab grad keine Ahnung. Capitano-Infos, als ob das passiert. Aber dass jemand aufersteht? Meinen sie... Ich glaub, die meinen, das Signora, oder? Er hat Signora, glaub ich, gemeint. Oh, Chad?Capitano ist, glaube ich, hitzeempfindlich. What? Wer weiß, glaube ich kaum. 特别有意思的问题，看看谁来回答。那这也是剧情上的问题吧？我来说一说，就是说到特定角色复活这一点啊，我可能说的远一些，就是战争的国度嘛，它必然会伴随着牺牲，那死亡从来都无法被轻易逆转。但是呢，在纳塔，唯独在纳塔，就是我们英雄们的火焰不太会轻易的熄灭。就我们足迹皮语里面说到，戴英说过一句谜语嘛，就败者成为战。Wait. Wir haben in dem, das, wenn er jetzt gerade sagt, diese Flammen von den Leuten, die, also von den Helden, die verstorben sind, erlöschen nicht einfach so, dann ist das, was wir gesehen haben.In diesem Teaser am Ende, wisst ihr noch, da waren solche Flammen. Das waren wohl die vergangenen Helden oder so. Oh, okay. 我的余烬啊，胜者重燃。对。Also gehe ich mal von aus. 牺牲是无法阻拦英雄们奋战的脚步的。他们是有机会去继续战斗，直到那一场战争彻底的终结。那至于是怎样的一个重燃的这个机制，比较卖一个。Und ihre Kraft kann weiter genutzt oder so, keine Ahnung. 很核心体验的一个部分。就是道哥，你知道，就每次到这种时候，我其实是憋得最难受的那一个。那你是队长吧？行，OK。就是那队长，其实在纳塔的整个主线剧情当中，也扮演了一个非常重要的角色。对，那刚才小罗浩所说到的重燃，包括战争这些概念，某种意义上也是队长来到这。土地的原因，对对。那刚才至于刚才那个比较不能说太多了。至于说刚才你是 fish boy 了问题，说他会不会在纳塔中暑，那我可能再剧透一下，就是可能由于某种原因，我觉得他不太可能会中暑。Ich glaube auch nicht, dass er einen Hitzeschlag bekommt. 我已经得到一些信息了啊。那个既然两位都说到了这个火神与队长啊，那么我们纳塔的其他新角色是不是也该登场了？那是哦，对哦，我们讲了这么半天，好像还没有讲到角色。对，不过在此之前啊，我们先看一段短片。啊，我不要播。Glaube ich. Oder?
Wird jemand anderes damit gemeint sein? Okay. Oh, wie cool das aussieht. Guckt sie euch an. Wie sind die... Was? Warte, was? Sie ist nicht nur... Sie ist nicht nur über Wellen gereitet, sie ist auch durch irgendwas in der Luft. Da war auch irgendwas in der Luft, wo sie drauf geslidet ist. Was? Ja, die Community will Senora ja zurückbekommen. Und Melin, hallo. Das ist cool gemacht. Oh mein... Das ist so cool. Süß. Cute. Ob Capitana ein Mr. Freeze ist? Ah. Wer weiß. Jetzt macht er den Kinesh-Move. Achtung. Sag's und Dank für die 160er-Serie. Hey, ja. Boah, wie... Boah. Boah, Kinesh ist schon... Boah, ich finde ihn... Ich muss jetzt überlegen, Mabuika? Kinesh? Schwierig. Es ist schwierig. Ciao, hallo. Wow. Movement wurde in Natlan ganz groß geschrieben. Mhm. Oh ja. Wer den Code noch nicht hat, ne? Im Discord sind die auch alle. Im Discord-Server könnt ihr euch die alle kopieren, die Codes. Mhm. Sag mir, dass er nicht aussieht wie Ciao. Wenn wir das Band wegnehmen, meinst du? So ein bisschen wie der Bruder. Was passiert da? Er hat sich einfach weggesetzt. Ja, 刚才我们聊到的时候也说到呢, 在纳塔的六个部族当中, 他们有一些, macht einfach Feierabend. Die gehen einfach. 也是来自于不同的三个部族的勇士. 那么在纳塔的魔神任务第一幕, 荣花与炎日之途中, 旅行者就可以和这三位勇士一同参与到在圣火竞技场 举行的归火盛宴巡礼, 见证这场对纳塔最高荣誉的角逐。不过啊，说到勇士这个称呼啊，在三位勇士当中，可能有一位小姑娘了，她可能不太敢这么认可自己。OK， 乌沙伯地，乌沙伯地，意思是坚强。坚强，他自己并不明白为什么会被赐予这个伟大的名字，因为有很多古代的英杰和先烈，他们都曾经持有这个名字。但是他认为他既然得到了这个殊荣，他就有义务参与这个在圣火竞技场举行的归火盛宴巡礼。 虽然他一直，他真的很坚强。在我们看来，就是这样一位小姑娘，她每次都能坚持参加，那我觉得应该也是一个很了不起的人。她的这个载具，我们把它叫做冲天转转，也是大家看见那个像钻头一样的载具，我觉得也一定能帮她在比赛中提供一定的助力吧。那首先，卡西娜就像大家看到的那样，她其实是一位。 言元素神之眼的持有者，他也会通过自己的技能
来召唤出刚才我们一直有聊到的那个冲天转转，冲天转转就是这样一个像钻头一样的载具。那么它也有不同的方式跟冲天转转。Kann auch auf unterschiedliche Weise mit dem kleinen Wirbelwind interagieren. Das ist so cool. Das ist so cool. Der Typ macht's richtig. Bye bye. Hat sich einfach weggesetzt. Hast du mal die Leute gesehen, die in der Wüste leben, also in real life? Ja, stimmt. Die sind auch in voller Montur so. Also, die haben ja auch. Ja, auch total eingekleidet. Ich denke aber, die Handschuhe sind einfach fürs besser festhalten oder so. I don't know. I didn't say it. 之间进行交互，比如说它可以直接骑乘到冲天转转上，然后通过这种方式来提供快速移动呀、攀爬墙面呀，以及可以在这种情况下去冲击地面来攻击敌人。那它同样也可以把冲天转转当做一个单独的战斗单位进行召唤，那么它也会独立的产生辐射伤害，而它的爆发会划定一个施工场地一样的领域。那在这个领域里面呢，其实冲天转转也会获得一些强化的能力。除了这些战斗的技巧以外，那卡奇娜当然他作为部族的勇士也有一些当地人的从容。那么他熟悉大塔的当地区域，也就是说他可以在玩家探索过程中。哦 ，wir sehen die Besonderheiten von Natlan mit ihr。哦，特产雷达。没错，而且他再去和纳塔的一部分。Aber und es wird hier jetzt dann auch mit dem neuen Update auf der Karte angezeigt。Wo die ganzen Besonderheiten also sind, in welchem Umkreis. Das ist dann auch nochmal eine Unterstützung, auch wenn man nicht so einen Charakter hat, der die Besonderheiten sieht. Sunan, hallo! Du hast einen Oldtimer fahren dürfen, oha. Geoklee, die zeigt es halt genau. Sie zeigt es halt genau an. Ja, das stimmt. Hallo Linji, ich sehe schon, hast schön Spaß, das freut mich. Hab gerade auch gute Laune. Nächstes Jahr gibt's Gamescom-Karten mit Business-Bereich auf Firmennacken. Was? Oh, krass, das ist ja mega cool. Okay, interessant. Was sind Besonderheiten? Besonderheiten sind die Materialien, die man zum Hochleveln der Charaktere braucht. Also Linné braucht jetzt zum Beispiel eine besondere Blume. Das sind alles Besonderheiten, die man halt einfach zum Hochleveln braucht. Und die können bestimmt, also Klee kann die zum Beispiel in Mondstadt anzeigen. Chichi kann die in Liyue anzeigen. Also du siehst das oben. Hier oben, oben links siehst du diese, ist da dann immer so eine kleine Hand, die anzeigen. Die Besonderheiten. Und mit dem neuen Update kommt aber auch, dass du auf der Karte siehst, wo die Besonderheiten ungefähr sind. Also es ist so ein Radius dann angezeigt, soweit ich das verstanden habe. Und wenn du das abgefarmt hast, dann kannst du direkt zum nächsten Radius gehen, wo diese Besonderheiten sind zum Einsammeln. Mit so einem Charakter kannst du dir nochmal besser einsammeln. Linné kann zum Beispiel in Fontaine die Besonderheiten sehen. Das ist dann auch diese Hand. Genau. Ja. September, ein IT-Event in Köln. Digital X nennt sich das. Endlich mal Goodies für die interne IT. Das ist mega cool. Sie kann die Ausdauer herstellen. Sie kann die Ausdauer wiederherstellen. Oh, sie ist ein Forster. Okay. Okay, sie ist ein Forster. Okidoki. Oh, ich glaube, man bekommt sie so. Molani?
用卡奇娜他自己的话来说，在遇到马拉尼之前啊，他都不知道这个世界上有这么好的人，还有这么多好玩的事情。那作为流泉之众的成员呢，马拉尼他做了各类极限运动，比如说游泳、跳水、冲浪。Das ist so eine richtige Surferin-Chat. Das ist so eine. 享受和大家。Boah, da kriege ich richtig Strand-Vibes, da will ich ans Meer, mich in die Sonne legen, wenn ich sie sehe. Das ist so, die sehe ich dann direkt schon auf der Welle surfen. Sie sieht auch, ist auch so cool. richtige Surferin. Ich will auch surfen mit ihr. Sie kann sogar auf dem Land surfen. Hä? Das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Ist das cool oder was? Also man kann an bestimmten Orten in der Luft umher surfen. Was? Der 30-jährige Mercedes von Väterchen, oha. Nice. Ausdauer herstellen ist nice. Das ist. Mit sowas habe ich gar nicht gerechnet. Es wird meine Schwester freuen. Die ist cute, diese High. Das ist so cool. Nachlang kann man wieder im Wasser sterben, oder? Das Feature vom Tauchen war ja nur in Fontaine. Ich denke schon. Ist schon kommen. Nächstes Gebiet wird ein Bahamas-Strand. Besondere Entdeckerfähigkeit. Ich glaube, sie kann auch die Sachen sehen auf der Karte. Kann es sein, dass wir uns einen der dreien aussuchen können? So wirklich jetzt wie Pokémon? Also wenn die jetzt zum Beispiel alle drei im Forster sind, weil die haben ja alle drei irgend so eine Fähigkeit, ne, wo man nutzen kann auf der Karte. Was kann sie für die gesamte Truppe herstellen? Warte, man hat jetzt bei ihr gar nicht gesehen, wie viele Sterne sie hat. Oder? Habe ich das übersehen? Bei ihr hat man das, glaube ich, nicht. Wurde das nicht angezeigt? Pokushin. Das große Battle der Starter fängt von vorne an. Und dann entwickeln sie sich weiter in Mualanimon. Was? Saurierjäger? Warte, er jagt die Saurier und dann. Keine Ahnung. Dann trainiert er sie oder so.
他名字叫基尼奇。基尼奇啊，他看起来虽然有些沉默寡言，但身手非常的干净利落。多年的野外生活的经验赋予他制服各种野兽和恶龙的方法，同时他也是少数能在归火盛宴巡礼中多次取胜的人。Er hat schon öfter bei der Pilgerreise gewonnen, okay, ja. Ich sehe das schon als nächsten Emote im Spiel. Er hat so einen Idiotenzipfel da oben. 奇怪，我感觉他在之前的影片里面。Oh my god! Habt ihr das gesehen? Please again, das war so gut. Das war. Chas haben so einen Energiebalken, den kann sie mit ihrem Passiv irgendwie aufladen, glaube ich. Ach so, oh, das ist auch cool. Der Pixel-Look ist so witzig, das Farbschema ist cool. Pixel-Monster fällt so komplett aus der Reihe. Das ist, aber wie, ich glaube aber, das ist voll frech, guck mal. Das ist wahrscheinlich die Animation von ihm. Das ist so gut. Seine Augen sehen aber auch so wie von den Dinos irgendwie aus, ne? Oder wir bekommen nur die Kleine, weil da wurden die Sterne angezeigt, keine Ahnung. Und die zwei kommen vielleicht dann ins Banner, ich weiß nicht. Die anderen zwei. Er kann auch die besonderheiten sehen. 那这种设计呢，其实也是我们在纳塔角色身上所尝试的一种新机制。哇 ，guck mal wie alle leuchten so cool。世界观结合起来，称呼之为夜魂加持。那纳塔的角色会利用这种状态，在战斗中充分发挥它的作用。这种能力，我就接个话茬，是通过我们被称为一种叫做燃素刻录的仪式来激发的。借助一种古老的仪式啊，在纳塔地区神之眼的持有者。 不仅可以与部族的大灵和地脉进行沟通，还能通过这个仪式强化自己的实力。
Okay. Was? Und das sind für Gegner. Also, es sah zumindest wie Gegner aus, keine Ahnung. 概念的加入会导致纳塔会有一些完全不一样的体验。 对，那我们作为设计者呢，其实也对这些体验做了一些便利性的设计。 那我们从5.0开始 重新制作了一部分且是伸手的活动场地。那大家可以看到，就《犬士伸手》的场地会变成一个完全是纳塔风格的类似大世界这样的一个新区，云什么就可以在这样的一个区域里面很方便的去测试、而且进行深度的游玩和体验。 我知道肯定介绍完这三个角色之后呢，大家也会再问一个问题，那旅行者在每个国家只要他触碰一下七天神像，就可以获得这个国家的相关元素的。那么在纳塔是不是也能够很顺利的去接触到火焰？那可能不是，那提到这个就提前和大家说明一下了。那么在旅行者来到纳塔和七天神像进行初次共鸣的时候呢？ 由于某种不知名的原因，旅行者并不能立刻唤醒火焰之力。那关于这个奇怪的现象，其实涉及到了我们现在纳塔面临到的这种。那旅行者们在纳塔的旅程进一步深入的时候，就能够得到详细的解答了。我相信啊，除了刚才介绍得到这些新朋友啊，还有一些纳塔的角色，因为之前我们有过。 Drei sind also quasi das ultimative Erkundungsteam für Natlan. Oh yes. Wir brauchen alle drei. Ich will alle drei. So, ich mach Feierabend bis später von daheim dann. Komm gut nach Hause, Insane. Komm gut heim. Es gibt einfach einen extra Bereich, um die Fähigkeiten der drei voll auszutesten. Mega cool. Mal eben mit gut 3 Stunden Verspätung nach Hause gefahren. What? Eieiei. Gut, ich sah so gut aus. Wer Vision und so bekommt, hat ja nicht der Arkon zu entscheiden. Nö. Nö. 角色就是足迹当中的，对对对，就是足迹 PV 里已经露面的伊安山，包括像我有印象的还有恰斯卡，对吧？还有火神这样的角色，那么他们在剧情当中是否都会在5.0的版本中登场呢？哎，七哥就观察的很仔细啊。那么我们先说，恰斯卡嘛，他是一只来自个性洒脱、实力傲人，这是分明 在5.0版本的魔神任务当中呢，他也会和我们一起参与到某项重要的调查之中。还有刚才提到的来自雾之邦的我们的健身教练，前归火圣夜巡礼冠军导师伊安山，那他也会在我们的剧情当中为旅行者提供帮助。那其实刚才在问答环节中啊，大家其实也反复提及的就是火神，对吧？还有愚人众的第一席。 队长就实力最强劲的这一位，那么他们都会在魔神任务中登场吗？对，也请期待就我们的队长和火神这两位强者对强者之间，他们会擦出一点的火花吧。而在其他引燃 PV 中出现的角色，就比如说来自我们回声之子的希诺宁，来自杰米组的希特拉利，还有欧洛伦等等，也会在后续的版本中陆续与各位旅行者们见面。 Ororon, der Typ, den man nur minimal gesehen hat. Neben Kapitan. Ja? Ja? Okay. Moalani wird zu Pullen da sein. Und Katina ist dann mit im Banner. Also wir bekommen keine von... Wobei, ich kann mir schon vorstellen, dass wir Katina irgendwie bekommen durch die Story. Manchmal ist das ja so, dass man einen Charakter dann so bekommt. Moalani mit Kazuha. Oh. 然后卡奇娜呢，她也会出现在第一阶段的两个活动起源当中，并且提升获取概率。而在卡池的下半期呢 ，OK， und in der zweiten Phase dann Knish mit Raiden. Das war irgendwie klar, also so wie ich gesagt habe. 此外呢，全新五星双手剑、山王长牙和五星法，weil die Sterne nicht angezeigt wurden. Und die Waffe sah schon cool aus, ne? 此外呢，全新五星双手剑、山王长牙。
Claymore? Warte, er ist ein Claymore-Nutzer? Ey, das habe ich nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass Kinesh ein Claymore-Nutzer ist. Sieht wie so ein Schlüsselschwert aus und Kingdom Hearts. Oh mein Gott, was? Oh Gott. Die Blonde, meinte ich, Lynchy. Achso, die von eben gerade, die, ich sag mal, Tigerfrau, keine Ahnung. Drei sind schon cool, bin auch auf die anderen gespannt. Mit Kasua auch noch. Mal schauen, ob ich da pulle. Mulani interessiert mich weniger. Boah, das ist echt schwer. Das ist... 冲浪时光也将出现在武器活动起源中。 Oh mein Gott! Oh mein Gott, sieht das süß aus! Boah, sieht diese Waffe süß aus! 同时，纳塔地区也新增了五把可断。 Boah, die schmiedbaren Waffen sehen aber auch mega cool aus. Die sehen ja voll fancy aus. Ich finde, diese Waffe passt auch voll gut zu Kinesh. Vielleicht ist es eine gute Alternative oder so, aber farblich passt es halt voll gut. <音>旅行者们可以前往纳塔的铁匠铺，寻找阿龙进行兑换。那在接下来的前瞻的一系列的活动当中，我们会推出一个名为“出发火之国”的H5网页活动。那参与这个网页活动呢，旅行者不但能够直观的了解到即将上线的5.0版本的新内容。 还能在版本更新后直接通过这个H5的玩法获取3种的大型圣衣，也请关注官方后续的公告了解更多的活动详情。那除了刚才说的全新的武器以外呢，5.0版本更新以后啊，我们还会增加2套全新的圣衣物。诺亚阿提法克，那托雷。和黑曜秘典，那这两个名字一听就很像是纳塔本土的那种风格。对，那旅行者们也可以在纳塔挑战全新的诸圣秘境，来获取这2套圣衣物。 那我一口气讲了这么多，应该没有漏掉什么吧？我觉得，<笑>那就是我们的新角色，然后我们的新武器，还有圣遗物的部分，也就到此为止告一段落了。嗯，没错。那么我也圆满完成了今天的任务啊，那我也要追随大伟哥。这 geht jetzt auch。 所以说，大伟哥今天，你自己想办法呀。啊，我自己想办法吧。好好好，那。 那我就先不说了，我待会去邀请一下我的小伙伴们来现场来充充面子。嗯，行，那请大家拭目以待。Oh my god, wir alle gehen. Oh god. Mal schauen, ob ich der Pole Mulani interessiert mich weniger. Ich weiß nicht, ey, aber das Surfen ist schon cool, ne? Das Surfen ist schon cool. Super, Kasua so früh wieder da. Ich habe schon ewig nichts mehr geschmiedet. Ich auch nicht, aber ich glaube, die Waffen werde ich auf jeden Fall schmieden. Okay, tschüss. Okay, dann können wir ja alle gehen. Okay, tschüss. Moment, ich mach es ein bisschen lauter. Different from other nations because we live in separate tribes rather than having one main city. But every time the pilgrimage rolls around, all 6 tribes gather at the stadium to compete and find the strongest warriors. See those people with the Tepetlosaurs? They're from my tribe. I come from the Children of Echoes. We're known for our mining skills. The Tepetlosaurs are our friends and co-workers too. Aww. The prettiest ores and gems. And that means my tribe has all the best jewelers. When we find a really special gemstone, we use it to decorate our weapons or jewelry. Oh, also, if you have time, you should come watch one of our dance-offs. They're super fun. Ich glaub, die tanzen irgendwie alle, oder? The other contestants we just saw are from the people of the springs. That's right. We live alongside the Koholosaurus. Our tribe is a really awesome vacation spot. Oh yeah! Das habe ich schon gesehen. Oh, sorry.
got lost in the music for a sec. The people of my tribe love getting together. Lass ihn mal einfach an den Strand, oder? And relax. Beyond that, our favorite thing is bathing in the hot springs. Oh, heiße Quellen, ja, Mann. The Colossaurs like it too. That's why we're such good pals. Ja, wie süß. Make sure you give him some space when it gets busy. And if a grumpy Colossaur bites you, do not bite them back. A lot of places in Natlin. Ihr dürft nicht zurückbeißen. If you plan to go exploring, I recommend picking a guide from my tribe. For deliveries, look no further than the Scions of the Canopy. Mm-hmm. We've got a lot of messengers. Everything from letters to packages. Being quick on our feet is one of our strengths. Oh. There's also our hunters, who take on a wide range of commissions. Ha! Look! Those idiots have a bigger death wish than you! Spring sports are popular in my tribe. Don't worry, the Yunkasaurs will protect them. This region is inhospitable. Young people from my tribe come here because they like a challenge. Cool. Next up, there's... Wait. Look! The competition's starting! Next time, then. Nächstes Mal! Who's gonna come out on top this time? I can't wait to find out! Okay, das war sehr süß gemacht mit den drei, die das erklärt haben. Hier die drei. Finish, Mualani und Kachina. So, ich wusste die Namen noch. Hui! Ist das mehr als also die Stimme? Boah, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Kann sein. Ich weiß nicht, ob ich für Knie spulen soll. Ich glaube, ich hatte 100%. Amualani wäre auch voll cool. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß es noch nicht. Was zum... Hey. 各位朋友，那在这个环节呢，我就不是鸡哥了，在这个环节我是逆叶龙鸡哥。你们这么酷了！现在也已经到场了，那他们到底是？Kann man das irgendwo dann kaufen? Ich hoffe doch. Guck mal, wie viel Merch die da schon haben. Die wissen, was wir wollen. Die wissen einfach, was wir wollen. Das ist sogar von dem Teaser dieser Ball da oben links in der Ecke. Und Plüschis wird es zu 100% auch geben von den Drachenechsen. Oder Dinos. Weiß ich nicht. Drachenechsen, glaube ich. Im Mualani-Stamm würde ich auch gern Urlaub machen. Oh ja, Mann. Da jetzt richtig Bock drauf. Ich habe 50-50, also wäre alles auf gut Glück. Hätte ich 50-50, würde ich schon eher pullen. Und würde ich halt sagen, so hey. Wenn ich das 50-50 verliere, dann soll es nicht sein. Dann ist aber safe mal weaker dann. Ich habe kein 50. Ich glaube, ich habe 100%. Pull für Mualani, bis der Pyro-Arkon kommt, ist noch genug Zeit, um Puls anzusparen. Vielleicht versenke ich mal 20 Puls oder so für Mualani. Ich weiß es halt noch nicht. Ich spiele sie der Probe und dann entscheide ich erst. Weil Kinesch wäre halt, glaube ich, auch voll cool. Ab bist durch und alle Sterne geholt. Hey,说你们呢，别睡了，别睡了，节目都开始了。睡得真香啊！机会难得，你们给大家介绍一下你们自己。大家好，我是疾风龙啊，不对，我是原神的战斗设计师老杨。平时的主要工作呢，主要是做龙。 然后今天呢，很高兴能到现场给大家亲自做一次龙。哎，大家好，我是原神的关卡设计师小八，很荣幸呢，这次能够和大家介绍一下，纳塔的场景和关卡设计理念。欢迎两位。好，喂。今天啊，我们请到小八还有老杨来到现场呢，其实是我们接着刚才的话题，继续聊。我们已经知道了呀，就是纳塔是一个人和龙。
共生的国度。那刚才其实我们在之前的介绍里也有谈到说，哎，纳塔的地貌环境啊，其实也跟其他的国家非常的不一样。哎，是的，我其实也在网上看到了很多这样的评论。对于我们开发者来讲呢，纳塔也是一个非常具有特色的国度，潮酷和多彩是它的两个关键词。比方说，旅行者可以在巨大的山体上面看到多彩的涂鸦，或者是说在各个部落里面看到很多潮酷的要素。哎，那这次我注意到一件事啊，就是老杨你怀里抱的这是个什么？这应该是我们纳塔会随时陪着我们在任务中的一个小伙伴。就是在纳塔我们已经知道它是一个人和龙结合的国度，所以我们整个的设计理念是围绕着人和龙怎么做的结合。没错，那上一趴我也有说到啊，就是旅行者可以通过一种附身的方式来附到纳塔的龙类身上，从而进行一些复杂的探索的行为。那接下来我就替老杨来介绍一下这位非常可爱的小伙伴吧。哦，他也有什么来头吗？旅行者们在纳塔探险的时候呢，就会遇到这一只特别的小几凤龙。我们暂时称它为小家伙吧。小家伙呢，它会陪伴我们经历很多有趣的小故事，并且也会参与到重要的世界任务当中哦。那除了这个小几凤龙，就还有一批。刚才你也有谈到，那它有非常多的部落的特色。那其实今天也很难得，我们有三个小龙人在场，对吧？不如这次我们就眼见为实，带着玩家去逛一圈。Yeah， 爱哪爱多。我们先去我们疾风龙的部落去看一下我的老家。走走走，跟着他走吧。娘，娘。这里啊，就是我们回声之子的部落。哦。哎。大家可以看到啊，我们这个地方有很多的宝石，有很多的矿石。同时呢，我们整个建筑的风格也看起来就跟岩元素很有关系。他已经是他们了，已经代入了。是的。我们回声之子啊，一直觉得最强的战士，比如说像我这样的，才能够获得最好的宝石。所以呢，我们去深耕了一下挖掘相关的一些技术。我来为老杨补充一下，就是在回声之子周围呢，也有不少因为钻探和挖掘而被发现的奇特景观，比如这处巨大的含有大量固态元素的流金之脉。以及一些很神秘的可以一直向下挖掘的洞穴等等。哎，你刚才其实小巴有提到啊，有很多值得去挖掘的区域。你刚才也说，对吧？你们部落是以宝石和挖掘做建长的，那你们的战斗伙伴，也就是疾风龙，想必也非常擅长这个领域的一些能力吧？疾风龙虽然在地面上移动看起来憨态可掬，但是借助燃素，它可以在地下快速的移动，还能翻山越岭。Da so rumspringen und an die Wände und Busch und Busch und nach oben. Das ist cool. Hey, da müssen wir noch warten, eineinhalb Wochen. Das ist meine Heimat. Jetzt können wir mal meine Heimat sehen. Kein Problem, dann du gehst. Was habt ihr geschrieben, Chat? Dabei gibt es im neuen Patch insgesamt 19.000 Primus mit Battle Pass und Mondsegen und 16.000 Primus für Free-to-Play, sprich 106 Puls für Free-to-Play, 124 Puls für Leute, die Battle Pass und Mondsegen haben. Wow! Okay! Ich denke auf jeden Fall, ich werde von einem von beiden... Bin ich sogar auf beide Pullen? Boah, das ist so schwer. Ich mache das davon abhängig, wie ich sie vom Spielstyle her finde. Weil ich finde Mualani und Kinish richtig cool. Und wenn man da reinpullt, ich glaube, war das bei beiden Bannern, wo Kachina mit dabei war? Ich weiß gerade nicht. Oder war das nur bei Mualani? Ich weiß gerade nicht. Und wenn man sie dann sowieso auch noch dazu bekommt, dann hätte man alle drei. Ich meine, Voraussetzung, ne? Man bekommt die dann auch, ne? Nur Phase 1. Ach, verdammt. Hallo, Loki. Ups. Entschuldigung. Der andere Banner mit Raiden und dem Typ interessiert mich halt gar nicht, da ich für Raiden schon einige Constellations habe. Kannst du weitersparen.
finde Mulani sehr cool, aber warte auf einen Rerun, da ich keine Primus habe. Aber auch mitunter, da ich Hilali interessanter finde. Fresha, danke für die 30er-Stream-Serie. Skip, skip, skip. Vielleicht skippe ich auch einfach alle und warte weiter auf Marika. Aber ich weiß es nicht. Das ist eine schwere Entscheidung, Chat. Schwierig. Phoenix will nur Marika anscheinend. Das ist so schwierig. Ich meine, wenn ich halt auch Constellations für Marika holen will, dann soll ich vielleicht doch sparen, ne? Oh. 这里呢就是我的老家西游龙部族，流泉之众，就咱部落的人呢是大多是热爱音乐，然后以及喜欢泡泡温泉、休闲放松，然后包括喜欢玩骑游龙呢，日常也是充满了甚至有那么一点迟钝的样子。虽然我们部族的人呢，经常看起来是这么一副安逸的样子。 但当遇到真正的战斗以及比赛的时候，也都是一把好手。值得一提的是呢，咱们部族的人也是纳塔少数的能够在液态燃素区域上活动的人。液态燃素是不是就那种看起来特别像岩浆的那种？啊，das waren die Teile in der Luft, wo man umher sliden kann。好的啊，液态燃素区域呢是我们看起来是比较像橙红色，很热，甚至有一点危险的这种地区。 哎，那既然它这么危险的话，是不是我在周边游玩的时候要特别小心才行？其实也不用，因为液态燃素区域呢，它通常是在比较隐秘的地下，或者说存在在一些比较有挑战性的区域，需要喜欢挑战的。Ich glaube, da schwitzt man. Da sind 30 Grad gar nichts, ne? Nö, Chat! 30 Grad ist ja dann noch angenehm. Was sind das für Rollen? 当然就是自己觅食的能力了。大家就看见啊，在孽龙的夹带当中，其实储存了一种很特殊的叫做火流果胶的物质。 那每当孽龙要去觅食的时候呢，就会释放夹带当中的火流果胶，用它粘住果实，然后送入口中。那在纳塔当然也会有一些富含燃素的果实。那孽龙呢，也可以通过火灵果胶去吸收这些带有燃素的果实，并且在适当的时候去释放它们，造成爆炸。Man kann mit denen auch angreifen. 这种果胶呢，它不仅能够作为觅食的手段，在其他的时段里面，它还可以作为孽龙在山峦之间来回穿梭的这样的一个媒介。 那既然聂龙这么厉害，他们部族的人呢？哎，那么这不得不说，聂龙部族叫玄木人，所有的部族成员呀，他们都非常热衷于极限运动，也会和他们的龙伙伴一样，在群山当中来回穿梭。所以呢，聂龙部族。Wie sie da alle drei mit diesen Umhängen stehen und diesen Plättern in der Hand。Gut。Oh Gott, waren das Alpakas? 运动员或者说。Guck mal, wie flauschig. Guck mal, wie flauschig. Also es sieht jetzt von hier wie so ganz große Alpakas aus. So Packtiere als große Alpaka. Weiß nicht. Mega cool. Hallo Chisi. Ich weiß nicht, ob ich sie will. Muss mal schauen, ob die anderen beiden interessieren mich recht wenig. Ich gehe ja gar nicht mehr auf neue Charaktere, außer sie überzeugen richtig und helfen mir auch wirklich weiter. Es ist manchmal voll schwer, das weiß nicht. Ganz ehrlich, man hat locker bis mal weaker genug Puls, also kann man einen Char von den beiden schon pullen. 5.0 hat alleine 124 Puls, dann kommt 5.1, was fast ebenso viele Puls haben wird. Also Marika ist so und so safe. Ja, stimmt, ne? Ja, 30 Grad gehen, keine Ahnung. 1000 Grad ist vielleicht ein bisschen warm. Ein bisschen, ne? Geht in die Richtung von Palworld? Nee. Kannst du ja nicht fangen.
Ich weiß schon, was ich mache. Hab noch sehr viele Quests und viel zu erkunden. Und noch Weltquests etc. Gibt bestimmt auch eine Menge Primus. Hm. Oh ja. Also Primus bekommen wir noch eine Menge. Das. Also irgendjemand werde ich bestimmt pullen. Vor Mabuika. Mal schauen. Für mir ist zu warm. Ich sterbe. 42 Grad? Wo ist denn bitte 42 Grad? Werd wohl skippen nach dem Krampfanfall Pull auf Emily, habe ich keine Ressourcen mehr. Oh nein! Ja gut. Anim, hallo! Willkommen! ...这样的一些职业. 在聂龙部族旁边呢，其实有这么一个遍布高耸悬崖的遗迹——祖茵庙宇。和聂龙一起呢，旅行者说不定可以找到神秘的宝藏哦。 鸡哥呀，我还是非常在意刚才说的吃果子这个事儿。我听过一个关于你们聂龙的八卦，不知道你听过没有？我感觉不是什么好八卦。我听说有一只聂龙平时不是很自律，然后呢，因为吃了太多的果子，导致身材发福，在洞穴下面。Welche Sachen jetzt vom Essen so kummelig geworden? 原来是这么一回事。那我觉得呀，这里面可有太多的新闻你不知道了。所以老杨，我们不如我们坐回去。 就这件事情，我跟你们再好好说道说道。好，哎，老杨，就接着刚才那个聂龙的话题啊，我觉得我必须要为他说句公道话。虽然这只聂龙它铁心又大，它确实很难地方出不来，但是呢，它实际上是聂龙当中非常古老的一只。哎，那你就会问了，我们旅行者到底用什么方式来对付它呢？谢谢。这一点确实，老杨刚才说的有道理啊，就是它确实贪吃，所以旅行者们呢，在跟他对战的过程中。 可以找到一些对付他的弱点，比如说他喜欢吃的东西，对吧？我觉得吉哥更像是在给自己辩解啊。那一定没有这个意思，一定没有。哎，对啊，那我还不得不说一句啊，这个聂龙的 boss 长上去还是挺可爱的。难道我们纳塔就全都是这种可爱画风的龙吗？就像我们三个。 Also wir kämpfen schon gegen Saurier. Oh, der ist nicht so niedlich. Der sieht gefährlich aus. 会飞的大龙。 这个龙呢，其实也是我们5.0版本旅行者需要面对的一个敌人。哎，但是我怎么记得？Der sieht nicht so freundlich aus。为什么这只龙它会自己单独跑出来呢？啊，你也看出来，它跟我们现在我们三个是不太一样。这只巨大的家伙呢，是有一些特殊的原因的。这个地方我要先卖个关子。哦。然后它不得已而为之，最后离开了自己的族群，生活在这片区域。 除了刚才我们介绍过的这个胖胖的聂龙和神秘的巨大飞龙呢，我们在纳塔的旅程中还有许多神奇的生物，比如说看上去就很容易被撞飞的鸟，看上去就很憨的豚兽，看上去就很傻的甲，卡皮巴拉，卡皮巴拉，卡皮巴拉，卡皮巴拉，卡皮巴拉，卡皮巴拉，很容易被撞飞的鸟，看上去就卡皮巴拉，Goodbye。 Goodbye! Warum hört man den Bonk nicht? Warum, wartet mal. Was ist denn mit dem... Hä? Das hat nicht gespeichert. Muss ich das irgendwo speichern? Nee. Eigentlich nicht. Hä? In Dubai, okay, das verstehe ich, dass in Dubai so heiß ist. Das ist der dicke Bruder vom Dendrohühnchen. Ich muss aber auch an das Dendrohühnchen denken. Der sah ganz schön chonky aus, glaube ich. Nenne den Mr. Chonkus Bompus. Bin mal weg, weil muss noch aufräumen, weil ich gestern nicht mehr gemacht habe. Bis später, danke für den Lurk-Support, Bastian. Capybara, Capybara! Oh mein Gott. 除了刚才老杨讲到的这些奇特生物以外呢，在纳塔还有很多风格迥异的场景，比如说神秘的高难度的夜神试炼。 还有巨大的间歇喷发的火山，未来呢也会给旅行者们开放。这个大家可以敬请期待。
Vulkan sah aber schön aus, der hat geglitzert.5.0 版本，我们对这个声望系统做了一次全新的尝试。 那这一次呢，旅行者可以在各个部落的一个叫药石图腾柱的地方去接取对应部族的讨伐悬赏和戊戌通告。哎，那这听上去不还是声望系统吗？杰克，你别骗我。对，我好像说到这里，感觉它跟声望系统没有什么区别啊。但是呢，我还是说漏了一点。 在之前的环节当中，我有提到一个叫部族祭文的。Okay，this engine is a bit an unders。周边的风土人情以外，还有大家最关心的纳塔的角色传说任务。哦，也就是说，包含上述所有的内容在内，每一个部族都将陆续开放三个章节供玩家游玩。所以，我们纳塔的传说任务其实是换了一种新的形式出现的。 除了剧文以外呢，在5.0版本还有更多以单元剧形式出现的篇幅比较短的世界任务，比方说刚才介绍到的以小家伙为主角的世界任务。好好好，那我们一口气。Ein extra Auftrag mit dem Dino. Okay. 包括我们战斗的一些boss呀，包括刚才说的任务。那么接下来我们再跟旅行者们介绍一下这次5.0版本的活动。好呀。 那就由我来为大家介绍一下我们的活动吧。这次我们野味旅行者准备了很多丰富多彩的活动，比如纳塔探索了导览，还有前往提瓦特各处的一个活动。完成其中一个活动，还有一个特别的一个。值得一提的是，即使旅行者们已经游玩过的一些挑战呢，在纳塔也会以一个完全不同的形式呈现。 这里我要替他说一句，我们野味旅行者准备了一些特殊的游玩的短片。具体有多不一样，我们一起看一下就知道了。好，那我们就看一看。好，这次呢，我们纳塔呢带来很多全新的玩法，今天也邀请了几个朋友到现场来实体验一下。我就先带着大家跑一段现实挑战。这个地方有一个龙灵，这是疾风龙部落的，然后我们可以魂附到这个龄上，就可以开始我们的挑战了。 Und dann ist man direkt der andere Saurier und dann. Okay. Gefailt. Finde ich cool, dass man, dass die Entwickler, dass man die da jetzt auch spielen sieht. Und dass die machen natürlich auch nicht alles perfekt, ne? Okay, das ist natürlich jetzt. Es. Away. Er ist mal runtergefallen. 咱们教学也就先告一段落，立刻进入比赛，怎么样？来了，实战环节，咱两两组队互相比一下挑战用时和挑战得分。嗯 ，What's so cool？怎么感觉我上来就漏了？感觉我们有戏。然后上去。Okay, vor dem hat man etwas mehr Respekt als ist es irgendwie so. Hallo Libby, schön, dass du da bist. Hallo. Ey. 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 Boah, ich könnte mit dem Controller halt gar nicht spielen. Ich würde richtig failen mit dem Controller. Ich verstehe das voll. Ich glaube, die. Oder er, der jetzt gerade spielt, spielt bestimmt sonst auf dem. Also, wenn er das testet, auch sonst. Sonst auf dem PC, ich sag's euch. So wie Ayaka nur mit Dinos. Ja, und dass du wohl, denke ich, mehr Ausdauer hast. 加油加油！哎，高阶操作了。Komm, sie zeigt's jetzt allen. S. 不好意思，拿了个最低评分。一般一般。没满嘛，对不对？
Genshin ist super beste. Beste. Die 5.0 版本 即将上线，马上就给旅行者们端上来了。到时候我们大家一起去纳塔去体验这些新鲜的玩法吧。期待。旅行者们欢迎回来。哇，我终于从逆夜龙的形态。哇 ，jetzt diese entspannte Strandmusik. Wow. 原神的市场负责人 Michael， 大家好。Ich sehe das schon vor mir, wenn wir in Natlan sind, am Strand, und kommt solche Strandmusik. Dann tanzen wir erstmal Hula. Ein 10er-Pull-Chat! 10er-Pull! Ne, sind 20, oder? Einmal hier die 10. Und dann einmal 1600, 20. Von Sumero habe ich insgesamt nur 42% erkundet. Mach mal hinne, Inu. Brauchst die Primus. Wegen mir wurden in Top 12 Spieler gebannt. Hab die ganze Crew gemeldet wegen Klitschen und so. Uff. Danke für den Follow, willkommen. Uff. Schwierig. Ich meine, wenn sie sich falsch verhalten haben oder so. Ja gut. Maus und Tastatur ist top. Ja, ich Also ich könnte halt mit dem Controller gar nicht spielen, ne? Weil ich es halt einfach nicht gewohnt bin. Ist das schon der Special-Film zu Genshin Impact? Das ist der Special-Stream, genau. Das ist die Info für das neue Update, das in, ich glaube, 1,5 Wochen kommt. <咳>向大家发放包括1600元石在内的诸多奖励，其中还包含一个全新的跟宠和一个有趣的炸弹玩具小道具哦。 那接下来必须还有啊，对对对，我们也会在这个版本去重置大家的首充双倍福利。嗯，那福利的环节就到这里。哦，habt ihr gehört? Die doppelte Aufladung wird zurückgesetzt. Also jetzt noch mal reincashen. Nee, Spaß natürlich nicht. Ne, ich habe auch nicht alles. Ich glaube, ich habe gar nichts. Ich habe, glaube ich, auch noch alles mit den doppelten Dingern. 那接下来让我来介绍一下。等等等等等等等。啊，那福利的环节为什么就到这里了？我们每年的福利不是还有吗？哎，难道大伟哥没有跟你讲过吗？啊，他。Noch eine Belohnung? Was? System says, Maiju VT has raided the channel with 49 viewers. Was ist da los? Macht's euch gemütlich, Raiders. 这么厚吗？ Michael, ich weiß nicht. Warte, was ist? Das sind so Karten, da ist Mavuika drauf. Okay, das sind irgendwelche Sachen, wo Karten, wo Text draufsteht, okay. Okay, da können jetzt Sachen dabei sein, die wir uns schon angeguckt haben, wenn das ist. Oh, 500 Primus? Ja, schon die Story machen, dann gibt es Primus. Okay.
Man kriegt dann Materialien, um sie dann leichter hochzustufen. Das ist voll praktisch, weil am Anfang hat man ja, man kann es ja nicht vorfarmen, weil das Gebiet halt noch nicht da ist. Und es würde sonst vor lange erstmal dauern, bis man sie hochstufen kann. Das ist natürlich gut.在 5.0 版本更新以后，只要完成了离月的主线魔神任务，并且达到了冒险等级28级，就可以直接在活动界面开启纳塔的主线剧情了。那太好了，就是之前还有一些朋友会问我嘛，什么时候入坑原神最好？那我觉得就是现在了。哎，我还要给大家补充一条信息哦，就是快速开启的这个功能在后续版本也会陆续开启。那 Okay, also es wird für neue Genshin-Spieler dann wohl einfacher sein, die Belohnungen einzusammeln. Man muss halt mindestens dann irgendwie Stufe 28 sein, die erreicht man hier relativ schnell. Okay, das ist cool. Neue Spieler. Ich habe mal richtig gut gerade nachgeguckt, habe Bock auf Nadlan. Primus. Ziehungen, eher gesagt. Oh mein Gott. Für jede Akon-Quest gibt es nochmal extra 500 Primus und beim Abschluss, das ist halt krass. Das ist halt echt krass, ne? Das ist insgesamt 1500. Weil drei Stück waren es, glaube ich. Einmal. Alles Sakura! Danke für die 180er Stream-Serie. Vielen Dank. Das haben wir uns schon angeguckt. Das war bei den Neuerungen hier. Das habe ich gemeint vorhin. Das ist halt mega praktisch, dass uns jetzt angezeigt wird, wo die Besonderheiten sind, ne? Das ist sehr gut zum Farmen. Genau, und die Drop Rate wird für bestimmte Bosse wird die Drop Rate erhöht. Hier sieht man das jetzt nochmal. Das haben wir uns auch an. Das war ja auch dabei gestanden bei der Info für die Verbesserungen. Und sagen die bestimmt gleich noch das mit der Weltstufe auf 9. Ja. Ha, ich wusste es einfach. Ja, für die es noch nicht wissen, ab Stufe 58 könnt ihr dann Weltstufe 9 euch holen und dann sind die Gegner um 10 Level höher. Also auf der Welt, also auf der Open World, ne? Zieht sich nur auf die Open World. 世界等级提升后的这个增加材料的掉落， 以及包括整体的 und die Drop Rate ist dann natürlich auch höher. 这个内容的增加， 两个效果是可以叠加的吗？ 没错， 这两个效果是完美叠加的。 Endlich! 哇哇哇哇哇哇， 那有点不得了啊。
Meitsche waren eher die Capybaras interessant als das neue Gebiet. Capybara, 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 Capybara. Die Vögel sind so süß. Die sind so süß. Da muss ich auch zurückspulen, ey. Da muss ich auch zurückspulen. Hab nicht mal 8 erreicht. Kommt Zeit, kommt Stufe 8.那么这次啊，我们分解剩余物之后，可以将它转化为剩余物的经验素材了。也就是说，大家不用再担心说。不Wir können jetzt Artefakte zerlegen. Wir können jetzt Artefakte zerlegen. Boom. Yes, sir. Das stand nicht dabei bei den Neuerungen. Ich hoffe, mein Follow wird nirgends entfernt. Ich habe das jetzt schon voll oft mitbekommen. Besonders als ob ich jetzt zum ersten Mal gefolgt bin. Ja, voll komisch, oder? Twitch ist einfach manchmal komisch. Hey, warte, was? Wait a minute! Können wir Stats tauschen? Was ist das? Reisende können nämlich Heiligen Frost verwenden, um ihn gegen Artefakte mit bestimmten Attributen einzutauschen? Ich bin schockiert. Nicht deren Ernst. Ne. 剩余物指定词条吗？没错，这个指定词条不仅能够指定主词条的属性种类，还可以额外指定两个副词条的属性。Es ist eine Wohltat für meine Seele。没错，那我的双爆岂不是？对，跟你想的一样。Oh my god！ 如果你版本的铸成之霜呢，大家可以通过萃取一定数量已经收集的剩余物， oh, 或者说探索纳塔的大世界， ja, 或者说解锁我们的珍珠纪型，达到指定的等级来获取。嗯。Ja, Mann. Ja, 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 Mann.可能我已经溢出的锻造用模矿，包括可能，哎，我在某个国家的角色呢，他们的天赋等级已经都已经满了。对，但是你还在持续给我提供。Maximale Stufe schon erreicht. 嗯。用这个国家的天赋是不是感觉很尴尬？是的。哎，那么从 5.0 版本开始呢，我们的技型奖励也会进行调整。首先是在技型开始的时候。旅行者们就可以从这四种养成资源中任选其中三种，作为本次进行可获取的奖励。嗯，也就是说，你可以通过自己的需求来查漏补缺了。嗯，此外呢，如果旅行者们解锁了珍珠纪行或者珍珠之歌，并且在达到对应等级之后，我们原本指定国家的角色天赋培养素材会变成能够哦 ，man kann das oh das ist cool das ist cool man kann das jetzt auswählen was davon von allen kann man jetzt auswählen das ist auch sehr nice das ist auch sehr nice dass man eine größere Auswahl hat super nützlich vor allem bei Elementarkelchen endlich weniger Pain beim Farmen ja.Bin dann mal gespannt, wie sich das Spiel so noch verändert dann. Boah, das sind schon sehr gute Änderungen, das muss ich mal sagen.
Viele, viele gute. Cybery, hallo. Hm. Was? Warte. 哎，我帮大家算了一下，上述这些原始奖励加起来的总和有超过10枚纠缠之源的价值哦。 Warte. Hä? Man kann jetzt an jeden. Nee, was? Was habe ich jetzt nicht verstanden mit den Statuen der Sieben? Olivia hat mich einfach mit Zucker abgeschmissen. Alles gibt nun mehr Primos. Oh? Man kriegt Puls. Man kriegt doch irgendwie Puls. Mehr Puls. Egal. Mehr Puls. Die geben jetzt mehr Primos. Oha. Achso. Das finde ich gut. Ich meine, warum sollte ich das auch nicht gut finden? Ja, denk ans Trinken. Mir war gerade so. Wow. Oh, oh, was? Noch eine Erinnerung? Okay, erzähl. Oh nee, er sagt, es ist nur eine Änderung jetzt, oder was? 刚才啊，我们有一位朋友说到过。 希望他能够把玩家歪小保底的不好的运气都转到他身上，对吧？我们也很佩服这位旅行者的勇气。但是接下来我要公布的，这一项福利可以稍微的分担一下这位旅行者的负担。Michael，你想不想替各位旅行者先体验一下？那我就替各位旅行者先验货了啊！好，那么麻烦工作人员。好，谢谢。好，Michael，试试看。 哎，这个特效怎么跟之前的不一样了呀？不会是我欧皇附体了吧？这其实是我们在5.0版本的角色活动起源当中新加入的一个设定，叫做捕获明光。捕获明光，这是什么东西？我给你们解释一下，也就是当玩家呀，长。 Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann der Mechanismus strahlender Fang bei einer von den Spielern häufig erwähnten 50-50 auftreten. Also eine Ziehung mit einer Erfolgsquote von 50%. Wir müssen jetzt aufpassen, Chat. Aber我比较好奇啊，这个事件会挤占以前的大小保底的概率吗？哎，知道你就会这么问，我相信旅行者们也非常关心这样一个问题。那么捕获明光，它关键就关键在它只是单纯提高了小保底抽中当期UP的机会。 Erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, die 5-Sterne-Aktionsfigur aus dem aktuellen Figuren-Aktionsgebiet zu ziehen, nicht mehr und nicht weniger. Also wir können... Das 50-50... auf einen höheren Prozentsatz erhöhen, dass wir zu einem höheren Prozentsatz diesen Charakter, den Event-Banner bekommen? What? What? Was? Was kommt denn noch alles?
Kommen noch irgendwelche krassen Änderungen? Man weiß schon vorher, ob man enttäuscht wird oder nicht. Neue Pull-Mechanik, sehr, sehr verwirrend. Ja, also so habe ich es jetzt verstanden. Also, wenn man dieses, keine Ahnung hat mehr, wie das heißt, bekommt, hat man einen höheren Prozentsatz, also nicht mehr 50-50, sondern keine Ahnung, 70-50, was weiß ich, 70-30, keine Ahnung, um den Banner-Chart zu bekommen. Erstmal 50-50 ist jetzt 55% hoch, den Chat zu gewinnen und 45% den zu verlieren. 5% mehr! Man bekommt Eventwaffe zu 100%. Ja, als ob! Da glaube ich nicht dran! Warst du schon bei den Five Stars, Lynchy? Wie meinst du? Also welche Banner, also wer in den Bannern kommt? Ja, also da, das war irgendwie, weiß ich nicht, weiter vorne. Mit wie heißt der nochmal? Mualani und Kinish? Michael, 不过呀，既然你都这么问了，我只能说，确实，它是这三个消息中最不爆炸的一个。 Was？ 我们再试试武器神柱复行祈愿。好，我点数。Was？ 记得先定轨哦。哎，不对吧？这个定轨的数字好像有点问题。哎，哪个数字有问题啊？这怎么变成了一呀？你并没有看错，从5.0版本更新开始，我们的神柱复行祈愿，也就是武器池。 它的定轨上限会从2调整到1。 Ja, wir können nur noch einmal verlieren. 不会吧？哎，什么不会吧？你们肯定会从别的地方把它抠回来的。Michael的这个质问就非常的让我非常的有既视感啊，但是我还是得。 坦诚的跟大家讲，这一次武器的起源定轨，我们真的只是把它从2下调到了1，仅此而已。我们没有变动其他所有的原有的规则。我还有最后一条更劲爆的消息。 Noch was? Oh mein Gott, noch was? Oh mein Gott, die wollen mich heute komplett zerstören. Was ist denn das? Was ist das? Ich drehe heute noch durch. Die Prozentzahl von Waffen wurde auch schon erhöht, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber hey, immerhin ist die Chance jetzt höher. Das ist schon nice. Und da kommt noch was Tolles mit der Chance. Das, da habe ich schon was gesehen, glaube ich. Wenn nicht der Effekt kommt und nur das normale Gold hat man verloren, oder? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Jetzt kriege ich auch wieder Bock auf Genshin. Und bald kommt Nordland. Hehe. Okay, okay, okay. Michael，和各位旅行。几个，你别吓我，我刚开玩笑了。我只是玩家的嘴替，我开个玩笑。哎，我可没有在开玩笑，对吧？那这次我们确实是真诚的，想给大家再送上一次非常劲爆的福利。<笑> 难道说？没错，那么在今天呢，我在这里去公布我们这一次5.0版本的消息，也就是从今年开始。Ich meine 100% wäre noch mal geiler, ne? Das wäre noch mal cooler, dass wir die Waffe safe immer bekommen. Aber so ist auch schon viel besser wie ganz am Anfang. 每年原神的周年庆版本期间，我们都会向已经解锁了祈愿系统的所有旅行者。Warte. Die Chance auf den kostenlosen Erhalt einer beliebigen 5-Sterne-Figur aus dem Standardgebiet Wanderlust gewähren. Darauf haben so viele gewartet, unter anderem Sera. Sera kann endlich seine Chien bekommen, anscheinend.
本行世间祈愿包含的任意一名五星角色的机会，所以不仅是一个自选的常驻五星，是每年一个自选常驻五星吗？对，你没有听错，是从今年开始，你确定吗？你在这里说了之后，不能反悔啊！很多人看到我们这，哇，很清楚，是从今年开始，每年元神的周年庆活动都会给大家这样一个自选常驻五星的机会。 而且我们的这个常驻池是一直加新角色的。哎，没错，我们随着我们版本的推进啊，其实会有越来越多的角色加入。Also man kann sich jedes Jahr einen aussuchen. 也就是说，每年的这个福利也会随着版本的推进，它的选项会逐渐丰富起来。怎么样？你觉得这个？Nice。Ich meine, ich habe schon alle von den Standard Chars, aber da werden ja noch neue hinzukommen. Wie gerade gesagt wurde, ne? <笑>我感觉你的心情还没有从刚才的这些消息中缓过来。我确实有点没缓过来。那我们给麦克一点冷静的时间啊。哇！团队呢，跟大家去说几句。我们虽然是原神这个游戏的开发者，但同时我们也是原神的玩家。这一点一直从1.0开始。 我都在不断的跟大家传达这样一个信息。那么玩家提出的一切的问题，我们作为玩家当然也都是感同身受的。是的，因为原神接下来要走的路也很困难也很长，但是我希望它能够一直延伸下去。我们能够一直走下去，也离不开大家一直以来的持续关注和支持。那么接下来就到了 Michael 的回合了。虽然我觉得我们所准备的内容不如刚刚的惊喜。 但是我们准备的周年印相关内容呢，比往年还是只多不少。我们想带给大家的其实很简单，旅行者们能够收获一些简单的快乐，我们就非常满足了。我们平时也非常重视每位旅行者的声音，我觉得项目组的大家其实都是发自内心的去认可，还是要以高品质的核心内容创作作为它最重要的基石。 我们要持续不断的去做出好内容本身，这才是我们一直能够走下去的立身之本。那如果说我们做的内容没有让玩家、没有让旅行者感受到乐，那一定是我们哪里出现了问题。我们会非常乐意去收集大家的看法，进行调整。七哥突然之间感慨起来了呢。那么接下来，有意思的短片来转换一下气氛吧。哇。 Boah, was für Änderungen. Können eine höhere Prozentchance beim 50-50 bekommen. Wir können nur noch einmal verlieren beim Waffenbanner. Wir kriegen jedes Jahr einen Standard-Char 5-Star geschenkt. Wir können jetzt bei den Artefakten vielleicht mal bessere bekommen. Wir können die Sachen zum Hoch, also die Pflanzen zum Hochleveln besser farmen. Stufe 9! Mehr zum Bauen in der Kanne! Träum ich? Chat. Was ist los? Wow! Das ist doch Kinesisch, oder? Oder nee, irgendein Vorfahre? Sieht ein bisschen anders aus. Nee, das soll Kinesisch, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Place to Naplan. Woo!
Wie süß. Guck mal, mit den vier Kerzen für das Vierjährige. Fürs Vierjährige. So cute, dieses Bild. Oh. Ich gerade mein... Ich schau gerade mein... Was? Was denn? Was? Aber ein Baum wächst doch richtig langsam. Man kann dem doch dabei nicht zuschauen. Außer man macht so... Man stellt so ein Video-Dings für ein... So ein Schnelldurchlauf auf. Heute Morgen um 6 habe ich angefangen zu arbeiten, also keine Zeit für irgendwelche Streams. Das ist Kinich. Die sah ein bisschen anders designt aus, ne, aber es war voll cool. Willst du nochmal eine Klatze haben? Weiß ich nicht, ob ich das will. Nur andere Artstyle, ja. Das war aber voll cool. 出了一个常驻玩法幻想真境巨师，那么在这几个版本期间呢，我们也收到了大量的玩家反馈，我们非常关注玩家对这些内容的建议，并且啊，有很多玩家的建议其实给了我们迭代的灵感，所以我们从 4.8 开始就一直在对这个玩法进行调整。那在接下来即将更新的5.0版本当中呢，我们全量 SK1296 says Lynchy 2 Party stetig auf den Weg zu 3 Jahren Lynchy 2 Love. Was für eine aufregende Reise, SK1296. Stetig auf dem Weg zu 3 Jahren ist ein großer Meilenstein. Es wird sicherlich viele Gründe zum Feiern und Lachen geben. Auf viele weitere Jahre voller Freude und Unterhaltung. Sky, danke für 29 Monate, Mann. Dankeschön. Peter, danke für die Stream-Serie. Thanks. Hallo, Sky. 奇妙注意事件。那在新的版本当中呢，这些事件将根据当期的三元素所对应的反应体系进行有效清晰的策略引导。简单来讲，就是你拿到这个注意的时候，就已经知道他应该给什么样的。我的 theater muss ich noch machen。 之前这些 buff 我都看的不是很明白。没错，这也是很真实的一个玩家反应。是的。那这些注意事件呢，也将提供非常强大的特殊元素反应机制。 也就是他们是贴合原有的反应体系去制作的，即使玩家对自己手头能够出战的角色机制不够了解，他也能够简单的通过元素搭配来展开有效的进攻策略。这本来也是我们去设置每一期元素主题的初衷。那当然了，可能会有玩家会问啊，那如果你们设置了这么强大的体系增益之后，会不会导致这些玩法越发的没有挑战性？ 所以在5.0版本呢，我们对于追求更高难度的挑战者，也会开启新的卓越模式。卓越模式当中所对应的奖励内容也会增加，所以也希望玩家能够持续的对我们后续推出的玩法不断的提出建议，我们会及时的收集并设法不断的完善这些游戏的体验。没错。此外呢，在5.0版本，我们还会有一些老朋友加入我们的七圣召唤卡牌当中。 那新的召唤卡牌当中，也会等待大家收集，还会有新的纳塔牌背等待大家获取哦。另外还有联动活动要跟大家分享，纸符双印原定在预，原神与罗辑的首次联动即将到来哦。Logitech，没错，定制款罗辑产品将在9月的罗辑 Play 发布会上与大家正式见面。罗辑的社媒平台也即将公布联名产品信息。 Kommen bestimmt irgendwelche, keine Ahnung, Maus oder Tastaturen mit Genshin Design. Gehe ich mal von aus, keine Ahnung. Ja, da kommt so richtige Beach-Musik. Oder auch nicht. Ui. Namo yoyote, Rudikwa Pamba Chayanu.
Wow. Boah, ich krieg richtig Gänsehaut. Das ist keine Beachmusik, hups. Ja doch, dann Überlegung, wenn es Hardware in Genshin Design gibt. Das gibt's ja an sich schon. Aber da dann mit Logitech in Verbindung, ne? Es ist einfach immer alles perfekt. Ich sag's euch. Die Musik ist immer on point. Das muss man einfach nur genießen. So cool. Was hat mich gerade an irgendwas erinnert? Sorry, ich Chat nicht gelesen habe, aber das musste man einfach genießen. Ich wollte da jetzt nicht viel reinreden. Das war... Das hat so gut gepasst zu Natlan. Das war richtig gut. Ich meine, wir werden das wahrscheinlich noch öfter hören, ne? Aber so das erste Mal das zu hören, ist halt so nochmal so anders, ne? Boah. Epic.
Richtig gut. Ich habe so oft Gänsehaut gerade bekommen. Kam das schon mit dem Waffenbanner? Habt ihr den Stream heute Morgen geschaut? Yes, das mit dem Waffenbanner kam eben. Ich war richtig schockiert, fasziniert von den Änderungen mit den Bannern. Das ist richtig krass. Sieht bestimmt sehr cool aus, dann wird aber auch entsprechend teuer sein. Ja, glaube ich auch. Geht so eine Tastatur dann oder so. Wäre dann eine Überlegung, wenn... Achso. Endlich ist das Waffenbanner kein Scam mehr. Können wir jetzt Chichi so aussuchen und Sarah bekommt endlich seine Jean. Ja, Mann! Sarah kann endlich sich seine Jean gönnen. Finally. Kenne macht Genshin in Sachen musikalische Untermalung was vor. Es passt einfach immer mit der Musik, ne? Und die Cutscenes auch immer. Ja. Boah, geil. Boah, ich mag diese, boah, wie nennt man diese Klänge halt, wo so ganz typisch für welches so afrikanische Klänge, kann man das so sagen? Mit diesen Trommeln und diesen, ich weiß nicht, wie das heißt, wo sie reingepustet hat, da dieses halbrunde Ding, wie heißt denn das? Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich finde sowas... Panflöte? Ist das Panflöte? Da kriegt man halt Lust auf Urlaub, ne? Oder auf Safari-Tour oder so. Ich weiß nicht, also... Boah, das ist so cool. Kalimba oder so heißt das. Ich will das auch. Boah, ich hätte so gerne Kalimba. Boah, ist das der Kampf-Soundtrack? Boah, sie spielt voll viele Instrumente. Seht ihr das? Das ist schon das dritte Instrument jetzt. Oder ist es ein... Nee, ist eine andere. Das war jetzt eine andere.
Ich frag mich, ob im Game dann die Lyrics auch mit drin sind. Ich denke schon. Ich weiß nicht. Auch echt mega gut. Mega gut. Kann mir jetzt einfach auch Raidens Waffe holen im zweiten Banner, ohne Depression zu bekommen, weil ich nicht mehr zweimal Kenny's Claimer bekommen wird. Nur noch einmal, wenn es doof läuft. Ich hoffe natürlich, dass du direkt ihre Waffe bekommst. Hallo Gons, so schön, dass du da bist. Willkommen. Hallo. Ja. Oh, da war ich zurück. Nein, du zurück von der Pause. Ja, und die Druck ist auch sehr groß. Aber ich denke, wenn die Reisenden diesen Nata mögen, dann denke ich, dass der Effekt schon ausreichend ist. Na, heute vorstellen wir die heutige Inhalte. Ich habe hier noch eine letzte Frage, die auch schon in der Umfrage von Spieler erwähnt wurde. Das ist die Projektgruppe. Was für eine Pläne hat die Projektgruppe für die Zukunft? Gibt es irgendwelche Inhalte, die man vorher verraten kann? Ah, ich sage erst die Planungsfrage. 在此之前我想提个题外话，就是在到期版本上线的那一年，我记得有一个海外媒体的朋友有问我一个问题，说这一年的开发感受，如果用一个词来概括的话，你觉得什么样的词最合适？那当时我其实用了一个词叫进化。这个词不光是指我们整个团队为了去做更多原先从未体验过的内容所做出的个人努力，所做出的团队的进化，另一方面其实也是直到今天大家看到的像纳塔这样的内容，也是我们这个进化之路上的其中一小步。那每年我们都会努力的做出一些让大家眼前一亮的有新概念的内容呈现给大家。那刚才大家也问在故事上我们有没有什么长线规划，我们会在未来的旅途上遇到更多的伙伴和敌人，那么他们其中有一些呢一直活在坊间传闻当中，那还有一些呢可能迄今为止和玩家只有一面之缘，玩家和他们也不甚了解，那还有一些呢可能他们对旅行者是陌生的，对于提瓦特的众人也是陌生的，但是这些人和世界的命运之间也是息息相关的。那旅行者前往寻找自己血亲的这个旅途，实际上也会和这个世界之间的联系因为上述的原因越来越紧密。那么基哥也给我们介绍了很多原神未来的规划，那么也是让我们对未来啊充满着期待。我们今天的那个前瞻特别节目啊，到这里呢也就接近尾声了。那原神到现在啊都已经4年了，我也有很多心里话啊想跟我们旅行者讲。我们一起从2020年的那个秋天启程呢，已经是相伴的走过了4个年头。哇 ，4 Jahre schon Zeit。难忘的时刻。那随着这个探索的步伐不断前行啊，那提瓦特的这个大陆也是愈加的这个丰富多彩。那我也相信未来的每一片新的地域，每一段新的故事啊，会成为我们最美好的这个回忆啊。那过去的这一年啊，原神项目组和我啊，都是曾经经历了这个焦虑和迷茫的。我们听到了很多的声音啊，有的把原神吹上天，有的把原神啊贬得一无是处啊。这样的声音多了啊，难免让项目组和我都有点不知所措。我自己回想起原神这一路走来啊，其实旅行者的热情、期望与反馈啊，让我们有了不断前行的这个动力啊，也是原神啊能够不断进步的这个源泉。于是啊，今年上半年啊，原神项目组和我啊，决定去跟世界各地的旅行者面对面聊聊。我们去了很多我们从来没有去过的城市，比如湖北襄阳啊，比如巴西圣保罗啊，在跟全球各地的旅行者面对面的时候，每一位旅行者都非常激动地跟我们分享他们的提瓦特旅程啊。他们有的还在每天体验原神，有的呢
只是新版本更新上来体验一下。感觉höchstens ein bisschen fertig。已经很久没有来过提瓦特，跟他们聊完呢，制作组和我重新理解了旅行的意义啊。我们的脑子里啊想起了那句啊，我们终将重逢啊。我们意识到啊，只有对旅行者的陪伴是原神唯一不能改变的，其他一切皆可改变啊。也正是因为有了各位旅行者啊，我们才有机会在未来带来更多精彩优质的内容。最后呢，我们将在8月28日迎来全新的5.0版本火之国纳塔。那这片炙热而神秘的土地啊，28 August merkt es euch vor，前去探索。感谢大家一直以来的支持与陪伴，愿你们的纳塔之旅充满惊喜与期待。旅行者们，我们纳塔见。Not long。Jetzt kommt wieder die geile Musik. Erstmal Beachvolleyball. Wow! Was steht da? Ich finde, sie sind sehr entspannt. Wie wir vorhin, als ich in der Halle war, sehr entspannt. Jigger, wie ist das? Sie haben mich nicht vorher verhandelt. Und nicht mit mir gesprochen, dass es eine Zungen-Effekt ist. Das ist wirklich ich. Sind das jetzt die Outtakes? Finde ich gut. Der kommt erst, wenn wir alle auf die 40 zugehen. Der Anime. Was? Bitte nicht. Ufotable ist noch sehr beschäftigt mit Demon Slayer. Boah, Mann. Aber wir wollen Genshin am Anime. Wir warten schon, keine Ahnung, wie lange. 1-2 Jahre? Habe ich mich verhört? Ich kann nur Pfälzer Leberwurst. Leberwurst? Ich will keine Leberwurst. Ich möchte bitte Leberwurst, nicht Leberwurst, okay? Hallo? Danke für den Follow, willkommen. 50 GB, by the way. Wait, what? Neues Update? Meinst du, das wird so viel? Es hat bestimmt, es wird sehr, ich glaube schon, dass es, ja, ich glaube, dass es viel haben wird, ja. Ja. Ich freue mich richtig auf das Update. Und ihr so, Chat. Also diese Neuerung, ne? 1+. Ich freue mich so sehr auf Natlan. Es wird. Auf was freut ihr euch am meisten? Auf was freut ihr euch am meisten beim neuen Update? Der Chat. Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen auf eine bestimmte Sache vom neuen Update, würde ich. Glaube ich sagen, das mit den entweder die Hauptstory. Hauptstory. Ich glaube, nee, ich glaube auf die Erkundung mit den Drachenechsen. Ich glaube, darauf freue ich mich am meisten. Beziehungsweise auf allgemein die Erkundung, was es so zu erkunden gibt. Und diese. Ich will diesen Langhals, diese ganzen Dinos mir angucken. Das neue Waffenbanner und mehr gratis Puls. I don't know, hab das Special Program nicht geschaut. Do it! Endlich Chichi und Waffenbanner ist kein Scam mehr. Chichi! I pulled a Chichi! Ja, was natürlich auch mega cool ist, ist das mit den Artefakten, dass
wir dann nochmal rollen können, frage ich mich, wie viel wir von dem Material natürlich bekommen, um die rerollen zu können, die Artefakte. Ich glaube, im Battle Pass gibt es die dann. Oh, meine Haare sind zurück. Mainset und zwei Substats. Ja, ne? Braucht man dann? Ich weiß gar nicht, ob man dann für den Mainstat, ob man ein Item für alle drei, also ein Item für nur einen Set braucht oder dann drei Items für einen Hauptset und die zwei Nebensets drei. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ein Item für ein Set, denke ich. Hat wieder Spaß gemacht heute mit dir und Chat. Ja, dann hat heute sehr viel Spaß gemacht. Ich war so, so gehypt. Ich bin immer noch gehypt wegen Natlan und dem, was in eineinhalb Wochen kommt. Das wird so, so nice. Dann wird wieder in Genshin reingestuchtet.